Hallo ihr Online-Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt und heute geht es um das Thema Videomarketing und die Frage, ob du es verstanden hast. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, das Video heute und auch den Blogbeitrag, den du unten in der Beschreibung verlinkt findest, ist eine Zusammenfassung aus den letzten Beiträgen. Seit letztes Jahr Dezember habe ich dir enorm viele Tools vorgestellt, die du letztlich nutzen kannst, um dein Videomarketing umzusetzen. Es reicht von lokal installierten Tools über webbasierte Tools bis hin zu kostenlosen Tools, wobei du bei den kostenlosen Tools immer bedenken musst, dass du im seltensten Fall auch wirklich den kompletten Funktionsumfang zur Verfügung bekommst. Von daher solltest du nicht mit dem Gedanken rangehen, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Du musst aber auch nicht Unmengen an Kohle rausschmeißen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele gute, günstige Tools und die findest du unten in dem Blogbeitrag, den ich dir in der Beschreibung verlinkt habe. Dort findest du auf jeden Fall nochmal alle Tools, die wir in den letzten Wochen und Monaten durchgegangen sind. Wichtig aber ist, und das ist das, was ich dir ebenfalls mit diesem Video sagen möchte, Videomarketing ist heute extrem wichtig. Du kannst es zum Beispiel, solltest du Kinder haben, schau dir deine Kinder an. Es ist immer wieder das Gleiche und das Thema wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirklich immer, immer wichtiger, die Aufmerksamkeitsspanne. Bei der jetzigen Generation, auch dazu hatte ich dir einen Blogbeitrag und auch ein Video erstellt, bei der jetzigen Generation ist es halt einfach so, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist als bei einem Goldfisch. Das haben Studien gezeigt und bewiesen. Die Aufmerksamkeitsspanne aktuell liegt bei 7 Sekunden. Diese 7 Sekunden sind wirklich entscheidend, wenn du deine Produkte, deine Dienstleistungen an den Mann bzw. an die Frau bringen willst. Wenn du es nicht schaffst, die Nutzer bzw. deine Zielgruppe in diesen 7 Sekunden zu fesseln, dann hast du sie verloren. Das ist super, super traurig, aber es ist nun mal so, es ist leider wahr. Das heißt, wenn du Videomarketing nutzt in deiner Marketingstrategie, dann musst du alles in die ersten 7 Sekunden legen, damit du letztlich dazu beiträgst, dass deine Nutzer bzw. deine Zielgruppe auch wirklich dabei bleibt und auch das Video letztlich natürlich bis zum Schluss guckt, weil du ja zwischendurch in deinen Videos natürlich deinen Call to Action unterbringst. Videomarketing hat natürlich nicht nur Vorteile. Na, mir ist klar, oder jeder, der Videomarketing anstrebt, dem sollte klar sein, es werden Kosten auf dich zukommen. Da geht es vom Rechner über die Kamera bis hin zu dem Tool, also zu dem Videotool, welches du letztlich nutzen möchtest. Nichts wirst du, sage ich jetzt mal, zu 100% kostenlos bekommen und zwar dann auch wirklich so zu 100% nutzen können. Bei der Kamera, das setze ich mal so ein bisschen in Klammern. Aber heutzutage brauchst du halt auch nicht wirklich eine riesen Kameraausrüstung. Dein Handy reicht. Ne? Auch da sind die Kameras mittlerweile so gut, dass du dir eigentlich nur eine vernünftige Handyhalterung holen musst und dann hast du halt letztlich schon deine Kamera und kannst auch schon loslegen. Für diejenigen, die sich jetzt sagen, ich würde schon gerne Videomarketing nutzen, traue mich aber nicht vor der Kamera zu stehen, das ist ganz einfach. Da hast du halt letztlich die Möglichkeit, auf meinen Blog zu gehen, schau dir meine YouTube-Serie an. Dort habe ich dir unheimlich viele Tipps mit an die Hand gegeben, wie du Videos letztlich veröffentlichen kannst, also sprich, wie du Videomarketing nutzen kannst, ohne wirklich vor der Kamera oder ohne selbst vor der Kamera zu sitzen. Auch heute gibt es extrem viele Tools, mit denen du letztlich Erklärvideos erstellen kannst, wo, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Comicfiguren deinen Part übernehmen. Und so kannst du halt trotzdem Videomarketing machen, ohne dass du halt selbst vor der Kamera stehst. Aber da musst du natürlich wieder auf der anderen Seite den Zeitfaktor mitrechnen, denn das sind auf jeden Fall zwei Punkte, die so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack beim Videomarketing haben. Zum einen die Zeit, zum anderen die Kosten und zudem kommt natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne. Und dieser Punkt, wie gesagt, wird in den nächsten Jahrzehnten wesentlich schlimmer werden. Es wird so aussehen oder es sieht so aus, als wenn die Aufmerksamkeitsspanne noch weiter sinkt. Und das ist natürlich für jeden Videomarketer
eine Herausforderung, auch für jedes Unternehmen, was letztlich Videomarketing nutzt. Und dennoch, um das Ganze jetzt nochmal ein Stück weit in die andere Richtung zu lenken, dennoch überwiegen natürlich die Vorteile. Es gibt unheimlich viele Studien, die gezeigt haben, dass Menschen mit Bewegtbilder wesentlich, ja, also dass die Engagement Rate wesentlich höher ist als bei Bildern oder Texten. Du hast halt die Möglichkeit, über Videomarketing deine Produkte und deine Dienstleistungen in Action zu zeigen, also ganz anders zu präsentieren, als du es letztlich mit Bildern und Texten kannst. Zudem kommt, dass auch Studien gezeigt haben, dass auch die Conversion Rate mit Videos wesentlich höher ist als bei Bildern und Texten. Also Fakt ist, Videomarketing ist unheimlich wichtig heutzutage. Und wenn du dich davor sträubst, mit Videomarketing zu arbeiten, dann wirst du klar sicherlich dein Ziel erreichen, aber natürlich wird es halt ein Stück weit länger dauern. Deswegen solltest du auf jeden Fall, und deswegen auch die Frage zum Anfang, ob du es verstanden hast, deswegen solltest du auf jeden Fall mit Videomarketing arbeiten. Ob du nun selbst vor der Kamera stehst oder eben Comicfiguren nimmst, animierte Figuren nimmst, das ist natürlich letztlich deine Entscheidung. Wichtig aber ist, und das ist das, was ich dir mit diesem Video sagen will, und das ist auch das, was ich dir mit der gesamten Serie sagen wollte, nutze Videomarketing. Das ist aktuell, ja, nicht das Nonplusultra, aber ein wirklich sehr, sehr wichtiger Part in deiner Marketingstrategie. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, folgende Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denke mal dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Videomarketing. Hast du es verstanden?